Mein Onkel und meine Tante haben die Luftfahrt geliebt. Und einander. Sie haben alles aufbewahrt, was sie besaßen. Erinnert mich an mein kleines Lager. Hat unsere Familie vielleicht ein Problem? Das ist klasse! Ab heute ist in dieser Scheune das Universe und Universe Universales Raumfahrt Hauptquartier! Okay, jetzt. Raumfahrt. Was ist das? Wir haben ein Raumschiff gebaut. Ein Raumschiff? Ein Raumschiff. Ein Raumschiff. Und denk dran, Steven, wenn du da draußen irgendwelche Schwierigkeiten hast, musst du dich in Sicherheit bringen. Das wäre keine Schande. Väterlichen Rat. Verstanden. Danke, Paps. Zünde die Triebwerke. Roger! Nächster Halt, der Weltraum! Abheben! Da! Keine Schande! Deine Berechnungen waren vielleicht nicht ganz richtig. Das kommt wohl daher, dass ich keine gemacht habe. Dachtet ihr wirklich, dass das funktioniert? Hier, seht, ihr braucht glatte, kurvige Oberflächen. Ansonsten werdet ihr niemals schnell genug sein, um die Erdanziehungskraft zu überwinden. Geschwungene Flügel für die Überschallgeschwindigkeit, luftdichtes Cockpit mit Schleudersitz und Motoren mit ordentlicher Feuerkraft oder besser Raketen. Ich will Raketen! Wow, wartet mal. Wir sprechen nicht davon, so ein Ding wirklich zu bauen, nicht wahr? Was? Das? Natürlich nicht. Das wäre ja lächerlich. Ich meine, ja, theoretisch wäre es möglich. Du hast eine Menge Ersatzteile hier, zumindest für diese primitive, schubkraftbasierte Form der Raumfahrt. Die Idee ist lachhaft, das funktioniert nie. Andererseits, eine Reihe Menschen, ein Affe und ein Hund sind schon im Weltraum gewesen. Ich weiß nicht, warum ich noch nie zuvor daran gedacht habe. Das könnte wirklich funktionieren. Ich verstehe, was ihr sagt und ich stimme zu, dass es sehr gefährlich sein könnte. Der reinste Wahnsinn. Dieser Sessel ist ja ekelhaft. Aber wäre es nicht wahnsinniger, so eine Chance nicht zu ergreifen, aller Gefahren zum Trotz? Und ich könnte Steven auch so die Wunder des Kosmos zeigen. Und vielleicht für eine Sekunde aus der Entfernung sehen, was der Weltraum ohne mich gemacht hat. Also gut, tun wir's. Raumfahrt, los! Kontrolle an Mach 2. Bitte komm, Mach 2. Wie läuft's, Kumpel? Findest du nicht, wir schießen übers Ziel hinaus? Wir sind nicht mal ansatzweise am Ziel. Sind wir nicht? Okay, Steven. Und jetzt bring sie runter.